Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich hier bei meinem PHP 5 Lehrgang für Einsteiger. Und wir sind jetzt bei der fünften Lektion angelangt, PHP Info. Diese Funktion wollen wir nutzen, um uns die installierte PHP-Version anzeigen zu lassen und noch einmal ein kurzer Blick darauf, wie man sich den Seitenquelltext anzeigen lassen kann. Zusatzinfos hier wieder unter PHP 5 wie lernen.at. Jetzt aber gleich in die Lektion herein. Und hier siehst du einen Code. Den PHP Info ist dann darin eingefügt und dieses PHP Info, diese Funktion, bewirkt, dass hier dann die entsprechende PHP Version angezeigt wird, die bei mir installiert ist oder die überhaupt auf einem Server installiert ist. Man kann hier dann, wenn man hierher klickt, kann man sich den Code anzeigen lassen. Wenn ich mir den jetzt markiere, rechte Maustaste kopieren, gehe ich in das Skriptle hinein und könnte den jetzt hier einfügen. Mache wieder eine neue Datei, vielleicht schließe ich diese Datei hier. Gehe auf Datei schließen und füge jetzt eine neue Datei ein, eine PHP-Datei, und füge dann den Quelltext, den ich mir gerade kopiert habe, hier ein. Habe hier jetzt diese Seite, drücke das so schön ein, dass das hier schon passt, und speichere das Ganze unter einem Dateinamen. Muss ich schauen, was ich im richtigen Verzeichnis speichere. Nicht vergessen, ich muss das unter XAMPP-Htdocs immer speichern und hier speichere ich das, weil ich es in mein Projekt hier hinein haben möchte, und der PHP erste Seiten. Dann schreibe ich hier dann Info zum Beispiel und klicke auf Speichern. Dann schaue ich mal an, was da bewirkt wird. Momentan wird hier das so angezeigt. Etwas schöner schaut das Ganze so aus, wenn ich mir hier diese Datei, den Dateinamen mir mitnehme und mir dann im Firefox mir anzeigen lasse, dann setze ich hier im Prinzip hierher, da habe ich ja vorhin diese Datei aufgerufen, was jetzt in Dateinamen, und habe dann hier die entsprechende Datei. Also hier habe ich die Version, die angezeigt wird und andere Dinge, und ja, und habe das dann so dargestellt. Das habe hier also dann mittlerweile schon eine neuere Version der 544er installiert. Das heißt, damit kann man sich dann die aktuelle Version anzeigen lassen. Ja, und der Seitenquelltext ist auch noch für sich immer im Firefox oder in den meisten Browsern, wenn man rechte Maustaste macht, man Seitenquelltext anzeigen. Das ist hier dieser HTML-Code. Da hast du eine gewisse Ahnung schon HTML, die dann diese Seite zustande bringt. Diese ganze Seite konnten wir mit Hilfe dieser Codezeilen hier dann vollbringen. Und so ist überhaupt im PHP. Man kann mit ganz wenig Codezeilen, mit ganz wenigen Anweisungen, kann man sehr viel dann letztlich schon erreichen. Hier unten nochmal der Hinweis. Mit der rechten Maustaste Seitenquelle anzeigen, kann man sich hier dann den Quelltext anzeigen lassen. Zum Schluss hier wieder der Hinweis von mir. Schau dir bitte hier unten die Aufgabenstellung an, geh sie durch, um dann dementsprechend dann das, was wir hier jetzt besprochen haben, vielleicht auch selber mal auszuprobieren.